Ja, pass auf, ich nehme uns mal ein paar von den Fließbändern nochmal mit. Wir brauchen auf jeden Fall unterirdische. Nein, den brauchen wir gar nicht unbedingt, sehe ich gerade. Aber übrigens ist unsere Ausrüstung hier auch kaputt. Wo ist denn unsere... Ach komm, wir gönnen uns einfach nochmal eine Stahlspitzhacke. Das käme der Stahl von hier. Die Eisenzahnräder haben wir da eigentlich schon mit drauf. Das kann man weiterhin nehmen. Das Eisen für die Rohre zwacken wir nochmal irgendwo ab. Dann gehen wir erstmal ein Stück weiter hinten raus. So. So, von mir aus. Können wir eigentlich hier direkt machen. Machen wir hier die Rohre. Nein. Ja, so. Dann jetzt hier raus mit den Rohren. Stahl kommt von hinten. Eisen haben wir da. Haben wir noch Montagemaschinen? Mist. Jetzt brauchen wir ein bisschen Eisen. Ich glaube, wir sollten die Eisenproduktion noch mal ein bisschen anheizen hier. Also ja, Strom wäre vielleicht nicht schlecht dafür. Schwuppdiwupp. Die sind jetzt überflüssig. Ja, Gnarf. Moment. So, dafür sind auch die großen besser. Dann haben wir immer noch einen roten Greifarm. Aber passt immer so noch am besten dann.
So, haben wir noch einen Hochofen mehr. One more time. Na, wisst ihr was? Ich nehme jetzt den da weg. So, ich tausche den aus. Und schon haben wir das Problem auch gelöst, dass er hier nicht mehr automatisch beladen wird. So, es gibt jetzt zwei neue Montagemaschinen. Strom gibt es gleich erst. Eigentlich kann der die Rohre. Direkt hier reinpacken, oder? Weil hier sollen ja. Weil es ist keine gute Stelle dafür, oder? Doch. Ich versuche das so einfach mal. Dann dürfte der ja eigentlich eh nur. Die Zahnräder da rausnehmen. Er gibt die Rohre gleich weiter. Und dann kommen noch. Die Stahlträger. Von hier. Gehen hier irgendwo durch. Wir müssen von hier kommen. Okay. Ja, kann man machen. Kann man machen. Hier durch. Ja, das wird eng hier hinten. Müssen also hier unten rum, wirklich. Und dann am besten gleich hier nebenher. Oh ja, doch, passt. Kann man tatsächlich so machen. Muss man natürlich nicht, aber kann man so machen. Haben wir ein paar Fließbänder übrig? Jein. Wir brauchen tatsächlich Eisenplatten. Blub. Da kommt dann der Stahl. Okay, dann haben wir Motoreinheiten. Dann haben wir tatsächlich alles. Motoreinheiten, klar, und die können wir dann hier theoretisch raus. Ja, wobei,
müssen immer bedenken, dass ich vielleicht noch mal eine zweite Produktion nebenkäme. Wir brauchen halt schon sehr lange für so eine Motoreinheit. Okay, passt mal auf. Folgendermaßen. Ich setze die hier doch einen nach hinten. So. So. Also jetzt soll dann immer noch Motoreinheiten hergestellt werden. Entschuldigung. Haben wir das jetzt so geregelt. So könnte man nämlich dann, wenn wir von hier noch eine zweite Rohrproduktion nebensetzen, können wir hier rum noch die da drauf führen. Und hier noch locker eine zweite. Erstmal ist es aber gut so. Erstmal ist es gut so, alles andere schauen wir später. Also, raus. Am besten hier unten. Da stören wir nämlich niemanden. Außerdem kommen von hier die roten, von hier. Okay, wir brauchen wieder ein unterirdisches Fließband. Schwupp. Aber wir haben ja noch ein paar Fließbänder. So, die kommen dann da sogar mit drauf. Können wir sogar tatsächlich länger machen. Wer weiß, wofür es mal gut ist. Und hier oben neben kommen dann die blauen. Müssen wir irgendwie sehen, dass wir das so hinkriegen. Macht keinen Sinn. Wir müssen die blauen auf einem Extraband nebenher führen lassen, und zwar hier unten rum. Oder halt, wir machen dann die roten hier. Wahrscheinlich mit dem roten Greifarm rein und die blauen zusammen mit den grünen auf dem oberen Fließband per normale gelbe Greifarme. Das wäre eine Alternative. Nein, was ist denn jetzt? Du bleibst da. Ja, da oben wird es jetzt erstmal schwierig. Müssen wir hier oben irgendwie anders handhaben. Habe ich sogar schon eine Idee. Müssen wir nur irgendwie sehen, dass wir das hier umhergeführt kriegen. Blödsinn, das muss gar nicht weiter. Das hier muss halt irgendwie weiter. Hier unten runter durch. Was halt logischerweise genau nicht funktioniert. Gnarf. Bis wohin würde es?
Genau hier da, naja, bringt uns alles nichts. Bescheiden. Bescheiden, aber im Moment noch egal. Wir müssen die Erzförderer alle einen weiter nach oben platzieren. Wir lassen das mir eben noch da runterfahren. Ja. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ja gut, kriegen wir nicht. Lassen wir den da stehen. Nehmen wir halt nochmal die Kleinen dafür. So, und schon passt das hier hinten rum. Müsste ja gar nicht hier der lange Greifarm sein, ne? Fällt mir dabei mal gerade auf. Müsste ja gar nicht. Egal, jetzt haben wir den. Nehmen wir den da einfach so. Gut, wir haben jetzt die schnelleren Fließbänder. Und jetzt können wir schon die Eisenbahn erforschen. Oh, schön. Und ein Auto ist auch nicht verkehrt. Ich glaube, das machen wir auch direkt mal. Dann können wir uns nämlich ein Auto bauen und sind einfach viel schneller unterwegs. Gut. Jetzt müssen wir trotzdem irgendwie gucken, dass wir die hier auf die rechte Seite gelegt kriegen, also auf die linke Seite gelegt kriegen. Was immer nicht so wird. Müssen wir hier rum. Also wir haben nur noch ein Fließband mit dabei. Ne, brauchen wir eh mehr Platz für. Macht keinen Sinn. Moment. Muss ich mich dann nachher drum kümmern, irgendwie. So. Aber eigentlich müssen die das jetzt auch dann auf das Entferntere legen, ne? Dann ist ja eigentlich wieder kein Problem mehr. So, hier sollen nämlich die blauen entstehen. Ich mach das erstmal hier weg. Und zur Not legen wir das hinterher unterirdisch, anstatt hier drei unterirdische Bänder drunter herführen zu lassen. So, da kommen die beiden parallel an. Und das war's.
Oh oh. Wir brauchen mehr Eisenzahnräder. Wir brauchen tatsächlich mehr Eisenzahnräder. Gut. So, wir haben ja noch einen Ofen. Das ist der normale Schmelzofen, aber ist ja egal. Gut, dass wir noch so viele von den Förderern haben. Ich glaube, wir müssen uns auch schon wieder uns um noch mehr Strom kümmern. Weil das jetzt hier kostet alles halt auch richtig schön Energie. Heizkessel kriege ich sogar noch hin. Dampfmaschine aber nicht. Verbrauche Eisenzahnräder. Toll.